Okay, also wir haben jetzt festgestellt, dass die lineare Diophantsche Gleichung ax plus by ist gleich ggt von ab, dass sie immer lösbar ist. Wir erweitern das jetzt auf einen Satz, den Sie vorhin schon vermutet haben, und beweisen diesen Satz. Die lineare Diophantische Gleichung a mal x plus b mal y ist gleich c mit a, b und c aus den ganzen Zahlen ist genau dann lösbar, Spannung ist genau dann lösbar, wenn der GGT von A und B C teilt. Das hatten Sie vorhin schon vermutet, ne? Dass der GGT von A und B das C teilen muss. Das ist auch in der einen Richtung sehr einsichtig. Ne? Der GGT von A und B teilt die linke Seite, also muss er auch das C teilen. Aber noch nicht so richtig wissen wir, ob, wenn das der Fall ist, dann tatsächlich auch immer x und y gefunden werden. Das heißt, dass genau dann, wenn, ist eigentlich das Entscheidende. Genau dann, wenn. Okay, genau dann, wenn, müssen wir in zwei Richtungen beweisen. Ne? Erstmal gehen wir davon aus, wir haben eine Lösung, dann teilt der GGT A, B, C. Und umgedreht, der GGT von A und B teilt C, dann gibt es auch eine Lösung. Genau dann, wenn. Okay, und die erste Richtung, die haben Sie praktisch vorhin schon erwähnt, das können wir gerade hinschreiben. Ja? Also, die erste Richtung ist von links nach rechts, wir gehen davon aus, die Gleichung ist lösbar, dann folgern wir, dass der GGT von A und B auch C teilt. Machen wir es mal allgemein in die eine Richtung. Sei x0 und y0 eine Lösung. Der Gleichung. Ne? Also wir wissen, die Gleichung ist lösbar. Das heißt, a mal x0 plus b mal y0 ist tatsächlich gleich c. Na, jetzt machen wir das formal, was Sie vorhin sozusagen einfach formuliert haben. Wir wissen, der GGT von A und B teilt A mal X0 plus B mal Y0. Ja. Das wissen wir. Der GGT von A und B teilt A und er teilt B, also teilt er auch diese Linearkombination. Ja. Daraus folgt praktisch direkt der GGT von A und B teilt C. Der GGT von A und B teilt die Seite, also muss er ja auch die Seite teilen, wenn beide gleich sind. So, ja. Okay, die andere Richtung, da muss man kleinen Trick anwenden, was heißt Trick? Wir gehen jetzt davon aus, dass der GGT A und B von A und B C teilt. Das ist der schwierigere Fall ein bisschen, ne? Der GGT von A und B teilt C. Und jetzt müssen wir zeigen, dass es dann auch eine Lösung gibt von A mal X plus B mal Y gleich C. Also wir dürfen jetzt davon ausgehen, der GGT von A und B
teilt C. Dann folgt daraus, oder genau dann wenn, ja, letztlich folgt daraus jetzt an der Stelle, es existiert ein Q aus Z mit C ist gleich, oder ja, nehmen wir es Q, Q mal GGT von A und B. Wir gehen davon aus, der GGT von A und B teilt C, also muss es ein Q geben, sodass Q mal GGT von A, B gleich C ist. Klar. Ja? Okay. Außerdem wissen wir, das haben wir gerade gezeigt, mit Hilfe des erweiterten euklidischen Algorithmus gibt es eine Lösung zur folgenden Gleichung. Außerdem existiert x0 und y0 mit a mal x0 plus b mal y0 ist gleich GGT von a und b. Das wissen wir aus dem erweiterten euklidischen Algorithmus. Wir finden x0 und y0 so, dass wir eine Linearkombination von a und b bilden können, dass der GGT von a und b rauskommt. Was müssen wir jetzt noch machen? Wer sieht's? Wir wissen, für diese Gleichung gibt es eine Lösung x0 und y0 und wir wissen, c ist gleich q mal ggt von ab. Und wir wollen zeigen, dass es auch für diese Gleichung da oben eine Lösung gibt mit c auf der rechten Seite. Was müssen wir machen? Ja? Einsetzen? Was würden Sie einsetzen? Und was würden Sie dafür nehmen? C durch Q. Ach so. Sie würden das hier einsetzen. Ja, genau. Genau. Wir setzen das jetzt hier oben ein. Und dann steht da, C ist gleich Q mal a mal x0 plus b mal y0. Und das ist das gleiche wie a mal q mal x0 plus b mal q mal y0. So, jetzt haben Sie eine Linearkombination gefunden. Ja? Sie haben x und y gefunden, sodass a mal x plus b mal y gleich c ist. Die Idee ist eigentlich total simpel, wenn man mal drauf kommt. Ja? Sie wissen, mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus gibt es eine Lösung, dass a mal x0 plus b mal y gleich der GGT ist. So, jetzt multiplizieren Sie einfach beide Seiten mit q. Dann steht da hinten c. Und hier müssen Sie halt q mal x0 und q mal y0 bilden. Sie müssen einfach beide Seiten mit Q multiplizieren, dann kommen Sie auf der einen Seite auf C und auf der anderen Seite auf Ihre Lösung. Das heißt, wir haben gezeigt, mit der einen und mit der anderen Richtung, dass die Gleichung, lineare diophantische Gleichung A mal X plus B mal Y gleich C, genau dann lösbar ist, wenn der GGT von A und B das C teilt. Das bedeutet, wenn Sie eine lineare diophantische Gleichung vorgesetzt bekommen, bevor Sie anfangen, die lösen zu wollen, gucken Sie erstmal, ob der GGT von A und B C teilt. Wenn das nicht der Fall ist, können Sie aufhören. Gibt keine Lösung. Wenn das der Fall ist, gibt es unendlich viele. Die zeigen wir gleich, wie wir die finden. Erstmal gibt es zu diesem Beweis eine Frage. Nein. Okay. Aus dem Beweis kann man aber direkt ein paar total gute Sachen ableiten. Was kann man da draus ableiten? Ja. Einmal sieht man, der GGT von A und B
ist die kleinste natürliche Zahl, die als Linearkombination von A und B dargestellt werden kann. Eine kleinere natürliche gibt es nicht. Denn wir wissen, das hier ist nur dann lösbar, wenn C durch den GGT von A und B teilbar ist. Wenn C kleiner ist als der GGT von A und B, dann ist er definitiv nicht durch den GGT von A und B teilbar. Ja? Das heißt, wenn der GGT von A und B, sagen wir mal, 27 ist, dann können 1 bis 26 schon nicht als Linearkombination dargestellt werden. Entweder 27 oder 54 oder 81 und so weiter. So, also nur Vielfache des GGT. Nur Vielfache des GGT. Damit ist der GGT selbst die kleinste natürliche Zahl, die dargestellt werden kann, als einmal der GGT. Eine andere Folgerung ist die folgende. Die spezielle Gleichung a mal x plus b mal y gleich 1. Wann kann die nur erfüllt werden? Ja? Wenn A und B teilerfremd sind. Ja, wenn A und B teilerfremd sind. Wenn der GGT von A und B gleich 1 ist. Die ist dann lösbar, genau dann, wenn der GGT von A und B gleich 1 ist. Das heißt ja teilerfremd, ne? Gibt keinen weiteren Teiler außer der 1. Keinen weiteren gemeinsamen Teiler. So, das heißt, diese Gleichung ist nur dann lösbar, wenn A und B teilerfremd sind, weil der größte gemeinsame Teiler von A und B ja C teilen muss. Und der einzige größte gemeinsame denkbare Teiler, der 1 teilt, ist die 1. So, also ist die Gleichung dann erfüllbar, wenn GGT von A und B gleich 1 ist. Und das Schöne darüber hinaus ist, dass damit ja auch jede Gleichung lösbar ist, die ein Vielfaches des GGT auf der rechten Seite stehen hat. Das bedeutet, letztlich sind alle, wenn A und B teilerfremd sind, sind alle natürlichen Zahlen, alle ganzen Zahlen als Linearkombination von A und B darstellbar. Sie wissen, das hier ist lösbar, A mal x plus B mal y ist gleich 1 und jetzt multiplizieren Sie einfach beide Seiten mit minus 17. Und dann wissen Sie, kennen Sie x und y, sodass hier hinten minus 17 rauskommt. Und Sie multiplizieren beide Seiten mit 127 und so weiter und so weiter. Sie können jede ganze Zahl als Linearkombination von A und B darstellen, wenn A und B teilerfremd sind. So. Ich merke, das haut Sie vom Hocker. So. Gibt es dazu Fragen? Nee. Okay, jetzt haben wir noch eine Frage noch nicht geklärt. Wir haben jetzt eine Lösung gefunden. Also wenn wir den GGT als Linearkombination von A und B darstellen wollen, machen wir einfach den euklidischen Algorithmus in Erweiterten und kriegen X und Y. Dann haben wir eine Lösung. Wenn wir ein Vielfaches des GGT darstellen wollen, müssen wir anschließend diese Lösung nochmal mit dem entsprechenden Komplementärteiler multiplizieren. Haben wir auch eine Lösung. Die Frage ist, wie kriegen wir alle anderen? So, da muss man ein bisschen rumprobieren, bis man ein allgemeines Schema findet. Gestern hatten wir schon den ersten Ansatz gehabt, den stelle ich jetzt mal formalisiert dar und dann beweisen wir, dass das tatsächlich alle Lösungen sind.